Die Ochsenkathedrale, ein bekanntes und prägnantes Denkmal, das seit der Schließung als Schlachthof keine wesentliche Funktion mehr hat. Es besteht die Gefahr, dass das Gebäude verfällt. Das gesamte Areal wurde von einer Vermögensverwaltungsgesellschaft aus dem baden-württembergischen Rottweil gekauft. Das Unternehmen investiert bundesweit in nachhaltige Immobilienprojekte. In langen Verhandlungen wurde erreicht, dass der Investor Mittel zur Sanierung der Außenhülle zur Verfügung stellt. Damit ist ein Etappenziel der Stadt erreicht: der Erhalt des Denkmals, ohne dass sie es finanzieren muss. Der Projektentwickler wird im Voraus 2 Millionen Euro auf ein städtisches Konto einzahlen. Außerdem verpflichtet er sich zur Sanierung innerhalb der nächsten 5 Jahre. Darüber hinaus bekundet der Projektentwickler innerhalb der nächsten 10 Jahre den Ausbau des Hauptgebäudes zum Erlebnis- und Mobilitätszentrum. Kommt dies wider Erwarten nicht zustande, kann die Stadt mit den 2 Millionen Euro innerhalb der nächsten 5 Jahre das Gebäude selbst instand setzen. Der Projektentwickler hat sich auf die Fahne geschrieben, den Umbau UNESCO-konform durchzuführen. Hierzu zählen neben der Sanierung des Hauptgebäudes und dem Umbau zur Event-Location auch der Rückbau von 3 Nebengebäuden. An deren Stelle wird ein Postverteilzentrum errichtet. Dies entlastet den innerstädtischen Verkehr und schafft Raum für Neues. Der Projektentwickler baut zeitgleich das dann leerstehende Postverteilzentrum der Innenstadt um. Hier ist ein kombiniertes Wohn- und Dienstleistungszentrum in Planung. Die Postfiliale bleibt selbstverständlich erhalten. Die im Vertrag vereinbarten Sicherungselemente garantieren der Stadt und den Bürgern, dass die Sanierung des Schlachthofs auch tatsächlich gewährleistet ist. Wenn die Pläne für das Mobilitätszentrum und die Event-Location wider Erwarten nicht umgesetzt werden, fällt der dann instand gesetzte Schlachthof nach 10 Jahren zu einem symbolischen Betrag wieder an die Stadt zurück. Fazit: Es besteht eine sehr gute Chance, dass der Schlachthof nicht nur eine Vergangenheit, sondern vor allem eine Zukunft hat.